Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Heute befinde ich mich mal in einem komplett anderen Game als das, was ihr bisher gewohnt seid. Und zwar ist das das Spiel Star Stable. Das, was ihr hier seht, warum auch immer ich jetzt nicht diese Einstellung hier beibehalten kann, ist mein super süßes Pferd, mit dem ich jetzt die zukünftigen Quests und so weiter alles bestreiten werde. Und die mit den mehr orangen als rötlichen Haaren, die da drauf sitzt, das bin ich. Sprechen wir doch erstmal mit Justin Moorland. Hallo, du musst Susanne sein. Schön, dich zu kennen und willkommen in Moorland. Mein Name ist Justin und ich leite diesen Stall zusammen mit meinem Vater. Es ist gerade ziemlich hektisch. Viele Dinge passieren hier, aber vergiss das jetzt. Du bist neu und ich möchte dich nicht mit unseren Problemen belästigen, während du hier bist. Da drüben steht Sunny Princess, dein Pferd für diesen Sommer. Mach einen kurzen Ritt mit ihm, damit ihr euch kennenlernt. Reite los und sprich mit Maya, die auf dem Hof nebenan ist. Also eigentlich sitze ich schon auf Sunny Princess, aber okay. So, nimmst du diesen Auftrag an? Natürlich nehme ich den Auftrag an, denn er gibt 10 Schillinge und 50 Erfahrungspunkte. Für mich allerdings nicht fürs Pferd selber. Da kommen schon die ersten Mitspieler an, die sich direkt schon daneben stellen. Kleine Info, wie immer habe ich natürlich die Musik leider deaktiviert, aus lizenzrechtlichen Gründen. Die da am Winken ist, das ist wohl die Maya. Würde ich sagen, dann reiten wir mal drauf los. Okay, ich denke mal, viel schneller kann ich gerade nicht reiten. Zumindest habe ich hier gerade keine Möglichkeit. Wieso bleibe ich stehen? Hallo? Gerade keine Möglichkeit, hier schneller reinzureiten. Oh Gott, entweder sind das jetzt wirklich alles Anfänger, die hier drin sind. Oder das ist ein sehr großer... Obwohl, nee, Anfänger können es nicht sein, weil die gehören, glaube ich, alle irgendeiner Fraktion an. Das ist nämlich das, was unten drin steht in den Klammern, glaube ich. Oh, Spirit ist auch hier. Hallo, Spirit. Wie süß. Hallo, Maya. Ich habe noch kein... Bleibst du mal stehen hier? Ich habe im Moment noch keine Ahnung von der Steuerung. Aber... Oh, ich habe, glaube ich, gerade weitergeklickt, aus Versehen. Maya sagt, dies ist der beste Ort, um deinen Sommerurlaub zu verbringen. Ich arbeite ein bisschen in den Ställen hier, um ein paar Jorvik-Schillinge extra zu verdienen. Es ist immer gut, etwas Taschengeld zusätzlich zu haben. Komm später zu den Ställen zurück. Ich bin sicher, dass wir einen Job für dich finden. Ja, ich habe schon mal einen neuen Freund. Und zwar ist das ein NPC. Das ist die Maya. Die wurde zu meinem Tagebuch hinzugefügt. Ich habe aber keine Ahnung. Moment, ich habe was im Inventar drin. Was ist das? Ziehe Items nach hier, um sie wegzuwerfen. Toll. Ich habe anscheinend doch nichts im Inventar drin. Charakterbogen, was ist das? Ah, okay. Da werden meine Fähigkeiten angezeigt. Da kann ich wohl auch die Klamotten wechseln. Ruf, ich bin neutral. Okay, da muss ich mich da nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen. Mein Pferd hat wohl auch einen eigenen Ruf, so wie es aussieht. Moment, hier ist... Du musst dich um dein Pferd kümmern. Dein Pferd braucht Wasser. Oha. Du musst die Hufe säubern und dein Pferd braucht Futter. Und es scheint nicht gerade sehr glücklich zu sein. Naja gut, wir sind ja gerade erst auch angekommen. Ne? Also jetzt bitte hier nicht zu viel von mir verlangen, bitte. Kann man auch so wieder schließen, das ist gut. Aufträge kann man sich angucken, Sammlungen. Highscores habe ich ja noch nichts, Freunde habe ich ja auch noch keine. Ah, hiermit kann ich absteigen, okay. Moment, die Maya möchte noch was von uns. Oder nicht? Was möchte sie denn? Moment, ich gehe mal rückwärts. Das ist irgendwie cool mit dem Rückwärtsgehen. Aber es ist halt... ja, ich bin halt noch sehr, sehr langsam unterwegs. So, hier ist ein Stall. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich hier mich um mein Pferd kümmern kann. Oder? Ja, so eine kleine Einführung im Spiel wäre jetzt natürlich nicht schlecht gewesen. Also das mal an die Macher, das wäre ganz nett. Auch für Leute, die jenseits der 30 sind. Also sprich auch für alle, die jetzt komplett neu anfangen. Ich weiß nicht warum. Doch, jetzt kann ich es auf einmal anklicken, hä? Ich habe dir so viel zu zeigen und zu erzählen, aber zuerst solltest du mit Jenna reden. Sie kann dir etwas besser erklären, wie man die Dinge hier in Moorland laufen. Nimmst du den Auftrag an? Ja, natürlich. Ich nehme alles an, wo wir Schillinge und so weiter für bekommen.
Sprich mit dem Stallmädchen. Ah, das ist die da hinten mit dem grünen Ausrufezeichen, okay. Und die haben alle Schillinge über den Kopf. Das finde ich schon mal sehr positiv. Das könnte vielleicht heißen, dass wir da auch was Geld bekommen. So, mit schnellen Schritten, Betonung liegt auf Schritten, werden wir da mal zu ihr hinschlendern. Moment, hier ist auch noch einer, mit dem können wir auch sprechen, glaube ich. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin John. Du bist noch recht neu hier in Moorland, oder? Warst du schon in deinem Stall? Falls nicht, gehe durch die Tür neben mir und sehe dich um. Und falls du etwas mehr Erfahrung gesammelt hast, kann ich dir dabei helfen, ein Upgrade deines Stalls durchzuführen. Ach, das ist mein Stall da hinten, nicht das offene. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal direkt. Wir gehen einfach mal in den Stall hinein. Ich bin so am Blinken. Kann ich da jetzt nicht reingehen mit Pferd? Das hört sich zumindest gerade so an. Drücke die Shift-Taste, um zwischen Gehen und Laufen zu wechseln. Okay. Nein, ich wollte eigentlich nicht aufsteigen. Aber wieso kann ich nicht in den... Oder muss ich den anklicken? Hallo. Ich komme nicht in den Stall hinein. Okay, das erste Problem haben wir dann schon mal. Ich habe keine Ahnung, wie man in den Stall reinkommt. Du musst dein Pferd dabei haben, wenn du deinen Stall betrittst. Ja, würde ich ja gerne. Achso, Moment. Halt. Halt. Ich hatte da gerade. So. Nee, das ist nur die Hand. Jetzt steht die mir natürlich hier super im Weg rum. Kann ich mein Pferd irgendwie führen oder so? Nee, ich habe eine Freundschafts... Ich habe eine Freundschaftseinladung. Ach, das ist ja schön. Francesca Shortlook. Okay. Ja, die nehme ich doch mal an. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich machen muss. Vielleicht möchte sie mir das ja jetzt sagen. Hallo Francesca, falls du irgendwann mal meinen Stream anguckst. Ich komme rein. Wieso schafft die das jetzt und hat es eben die ganze Zeit nicht geklappt? Naja. Willkommen in deinem neuen Stall. Du kannst deine Pferde in deine Boxen stellen, wo du sie leicht erreichen kannst. Wenn du keine freien Boxen in deinem Stall mehr hast, werden die übrigen Pferde in deinem Inventar platziert. Oh, dann nehme ich die mit. Auch nicht schlecht. Du kannst ein weiteres Upgrade deines Stalls ausführen, wenn du Level 5 erreicht hast, okay? Dieses neue Upgrade-Level bringt dir mehr Boxen und andere Dinge. Sprich mit John, um ein Upgrade deines Stalls durchzuführen. John steht direkt vor dem Stall. Das ist nett, dann weiß ich zumindest immer, wo ich hin muss. Im Hilfemenü neben der Karte findest du mehr Informationen. Ich habe kein Hilfemenü, ich habe hier nur ein anderes Menü, aber ist okay. Ja, habe ich gerade schon angeklickt. Sammlungen steht hier nur. Okay, schauen wir uns doch mal um. Ich denke mal, hallo, bleibst du mal stehen? Ach, das ist dieses automatische Laufen, das ist schrecklich. Da hinten kann ich mich, glaube ich, umziehen. Da kann ich aber auch jetzt so hingehen, ne? Obwohl, ja, nee, komm, komm. Ich muss dich erstmal mitnehmen. Sind das zwei Boxen? Ja, es sind zwei Boxen. Ich nehme dich einmal mit. Ich weiß aber nicht, ob das dein Stall überhaupt ist. Deine Box meine ich. Aha, stopp, stopp, stopp. Ja, dann geh rückwärts rein. Ist auch okay. Hauptsache, du gehst rein. Nein, nein. Rückwärts, komm, rückwärts. Wieso geht der nicht rückwärts? Hallo. Einmal das Pferd drehen. Und rein mit dir. Und stehen bleiben, bitte. So. Juhu, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Aber ich versuche es trotzdem. Deine Hufe kann ich irgendwie gerade nicht machen. Wasser kann ich auch nicht auffüllen. Okay. Das ist schlecht. Muss ich vielleicht irgendwo erstmal was kaufen? Ja. Ich sag ja, es wäre... Sortieren der Pferde ist jetzt ziemlich schwachsinnig, ne? Aber hier oben, den Fotomodus, den habe ich eben schon entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Foto gemacht habe. Ich glaube ja, oder? Aber ich höre nichts. Es wird irgendwie nicht... Foto gemacht steht hier. Okay, also ich gucke mir das nachher mal an. Vielleicht hat es ja doch geklappt. Ich kann mich nur nicht ums Pferd kümmern. Das ist natürlich jetzt etwas dramatisch. Freunde Highscore. Hauptmenü. Aufträge. Das bringt mir natürlich alles nichts. Ich möchte mich gerne um mein Pferd kümmern. Kann es aber nicht. So. Kann ich die Tür auch nicht schließen? Nein, das irritiert mich jetzt etwas, dass sie nicht das macht, also nicht dahin geht, wo, ne?
Wir machen jetzt mal einfach das hier zu deiner Box, würde ich sagen. Aber ich kann es auch nicht beschriften oder so. Okay, das ist natürlich ein bisschen. Also ihr seht, ich habe wirklich so absolut gar keine Ahnung gerade. Da kann man anscheinend noch rein. Hier ist wahrscheinlich irgendwas, wo man was annehmen kann. Stallhilfe. Aussehen ändern. Aussehen des Anfangspferdes. Ja, das ist ja erstmal okay. Achso, dann kann ich mein Aussehen ändern, glaube ich. Ja, das brauchen wir nicht. Aber Stallhilfe wäre vielleicht für den Anfang nicht Also. schlecht, aber die kostet zu viel, ne? Ja, wir nehmen mal einmal eine Stallhilfe für einen Tag. Ja, ich will ja nicht, dass mein Pferd direkt am Anfang umkommt, nur weil ich nicht weiß, wie ich mich um den Stall kümmern muss, kann, wie auch immer. So, dann schauen wir mal. Kleidung, Ausrüstung, Haustiere, Items. Ich habe gar nichts. Das ist doch schön. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier vielleicht was kaufen, aber offensichtlich nicht. So, ja. Das wäre schön, wenn du hier Wasser holen würdest. Warum machst du das nicht? Draufklicken ist nicht, oder wie? Oder? Hallo? Er zeigt mir zumindest einen Eimer an. Oder muss ich den Eimer vorher genommen haben? Nee, anscheinend nicht. Aber ich glaube, dass man hier das Pferd sauber machen kann. Kann das sein? So, also die Steuerung macht mich gerade noch ein bisschen bekloppt. Bin ich ganz ehrlich. Aber, wieso geht die da jetzt nicht drauf? Muss ich da näher ran? Hallo. Sehr schön. Dreh dein Pferdchen mal. Sunny Princess. Ja, mit dem Pferdenamen, das fand ich sehr viel besser. Also habe ich sehr viel besser gemacht als mit meinen Namen. Aber es waren irgendwie alle so dermaßen belegt. Das ist ein bisschen sehr nervig irgendwie. Also, dass man auch nur diese vorgefertigten Namen nehmen kann, das kann ich so überhaupt nicht verstehen, weil das kenne ich aus keinem einzigen Spiel bisher. So, dann bleibt mal stehen. Aber was schön ist, dass, ja, ich sag doch immer, der soll die Nachricht nicht mehr anzeigen. Sortierende Pferde will ich auch nicht. Was schön ist, dass man, ja, was ist denn jetzt schön? Ich habe es gerade vergessen. Achso, dass die Pferde nicht weglaufen, das wollte ich sagen. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich das Pferd umgedreht? Wieso habe ich das Pferd umgedreht? Ich wollte das eigentlich benutzen. Hallo? Hallo? Da kann ich aber nur. Moment, hier kann ich. Nee. Pferdchen, kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ach, Stufe 1? Ah, okay. Ich kann es aber auch nicht bewegen. Ich kann es nur dahin halten. Okay. So, schwaches Wasser. Ich kann aber komischerweise nicht beeinflussen, wo das hingehen soll. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Also ich kenne das von diesen Billigspielen nur so, dass man das ganze Pferd dann striegeln kann und das ganze Pferd einseifen kann und so. Stallmädchen. Stufe 3 ist Stallmädchen. Okay. Machen wir es jetzt erst noch mal ein bisschen nass, damit die Seife wieder weggeht. So. Ah, okay. Jetzt sind wir das nasse Pferd am Striegeln. Naja, gut, okay. Von der Logik her sagen wir da jetzt erstmal noch nichts zu. So, Seiten wechseln. Da machen wir sie natürlich auch erstmal nass. Ich habe ja allerdings keinen Balken, wie lange ich das machen soll. Also ich mache das mal so ein bisschen nach Gefühl. Ich seife sie dann auch ein bisschen ein. Also ich denke mal, das hat jetzt auch gar keine richtige Wirkung. Ich denke mal, das hat erst dann Wirkung. Das ist aber so ein schönes Bild irgendwie. Ich habe keinen Fotomodus, scheiße. Es ist so ein schönes Bild, das hätte ich gerne gescreenshottet. Ich denke mal, das hat erst wirklich dann Wirkung, wenn sie dreckig ist. Die Sunny Princess. So, dann machen wir die auch noch mal ein bisschen sauber. So. Oh, das Pferd mag sich jetzt selber. Ist das schön. Ich habe zwar jetzt immer noch keine Ahnung, was ich wie machen kann. Aber das ist schon mal schön, dass das so Herzchen hat. Da ist eine Tür. Ich denke mal, da kann ich mich fertig mal, aber wie kann ich denn meinem Pferd etwas zu essen oder zu trinken geben? Oder bin ich einfach nur in der falschen Box jetzt gewesen? Also hier steht jetzt, Moment. Ach, hier steht ihr Name drauf. Sunny Princess. Dann lass uns mal hier reingehen. Oder auch nicht.
weil die Box nicht... Sunny Princess, kannst du bitte rückwärts gehen? Oh, ja. Das habe ich mal in so einem Bug-Video gesehen. Ja, das ist schön, dass du wieder nicht machst, was ich möchte. Also ich kann gerade mit dem Pferd weder zurückgehen, noch vorwärts, noch links, rechts. Gibt es da irgendeinen Trick, aus diesen Bugs rauszukommen? Diese Box ist für das Pferd reserviert. Das ist schön, wenn ich denn reinkommen würde. Oh, Moment, jetzt kann ich öffnen. Das bringt mir aber auch nichts. Ich kann auch nicht drehen. Doch, jetzt kann ich wieder drehen. Aber ich kann das Pferd nicht drehen. Also das ist wohl ein Bug, der sehr, sehr oft vorkommt und wo gerade, habe ich gesehen, auf YouTube bei Anfängern sehr beliebt ist, dass man da reintappt in diese Falle. Ja, das ist natürlich doof. Wieso konnte ich denn gerade schneller reiten, obwohl ich gar nicht schnell reiten kann? Das war jetzt lustig. Aber ich kann ja gerade nichts machen. Also ich kann, obwohl vielleicht kann ich, nee, absteigen kann ich auch nicht. Ich geh mal. Ja, jetzt bleibt er stehen. Nee, kann aber immer noch nicht. Ja, ich würde sagen, dank dieses tolles Bugs, genau. Ich mache mal ein schönes Foto davon. Obwohl, ob das so schön ist, weiß ich gerade gar nicht. Ich werde mal versuchen, hier irgendwie rauszukommen und dann schalte ich euch gleich wieder dazu. So, jetzt bin ich dann nach etlichen Minuten doch mal hier rausgekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder haken werde. Also man muss wirklich so richtig geradeaus durch hier reingehen, sonst ist das irgendwie ein bisschen chaotisch wohl. So, mal schauen. Kann ich denn jetzt hier irgendwas mit dem Eimer machen? Kann ich nicht. Ich meine, gut, ich habe jetzt ein Stallmädchen zwar, aber das bringt mir natürlich jetzt auch nicht viel. Hier kann ich auch nicht ran. Hm. Also das ist schon ein bisschen komisch gemacht irgendwie. So kann ich jetzt hier auch nicht reiten. Doch, jetzt kann ich wieder reiten. Also, ich sehe zwar, dass die Bedürfnisse meines Pferdes alles andere als gut sind aktuell. Obwohl, du musst die Hufen säubern, das ist jetzt tägliche Pflege abgeschlossen. Ach, das ist nur seine Laune, oder wie? Ich hätte einfach mit ihm rausgehen können. Oh, Sunny Princess, tut mir leid. Ich bin doch der absolute Noob gerade in diesem Spiel. Das musst du mir wirklich verzeihen. So, da ist der Ausgang. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Du verlässt deinen Stall.